Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über die Maßnahmen der Bundesregierung gehört. Und ja, es ist richtig, in vielen Dingen gehen Sie auch in die richtige Richtung. Aber de facto bleiben Sie doch überall auch auf halber Strecke stehen. Und die Tatsache, dass Sie uns hier Hochglanzbroschüren zeigen, verdeckt nicht die Tatsache, dass Sie ganz, ganz viele Leerstellen in Ihrem Programm haben. Das hat auch Ihre Rede hier vorgeführt, und das zeigt uns auch Ihre Politik. Ich fange auch gleich an mit dem Thema Kinderzuschlag, Bildungsteilhabepaket. Das haben Sie ja das letzte Mal groß angekündigt. Sie haben das uns jetzt vorgestellt, auch mit Ihrem Kollegen Hubertus Heil. Auch dort kenne ich den Etat. Wir können von allem reden, aber was wir nicht tun können, ist, von einem großen Wurf zu reden. Ein Wurf, das Kinderarmut in diesem Land verhindern, vermeiden oder gar bekämpfen kann. Dabei sagen Sie doch selber in Ihrem Bericht, was Sie im Sommer vorgestellt haben, zu gleichwertigen Lebensverhältnissen, und ich zitiere daraus: Wir empfehlen, perspektivisch die Zusammenführung der bestehenden Leistungen anzustreben, damit Kinderarmut wirksamer bekämpft wird. Was machen Sie? Sie machen Politik der kleinen Schritte. Sie machen Politik der Bürokratie, des ganz kleinen Karos. Aber von Armutsbekämpfung können wir hier wahrhaftig nicht reden. 20% der Kinder, jedes fünfte Kind, ist in diesem Land von Armut bedroht. Wir haben Kinder, die in Hartz IV aufwachsen. Und dieses Armut hat viele Gesichter. Ja, sie fängt manchmal mit einem Schulranzen an, geht über einen Stift. Und deshalb müssen wir entschlossen handeln. Und deshalb wird meine Fraktion demnächst hier Ihnen vorlegen, wie Kindergrundsicherung auch funktionieren kann. Und ja, es kostet Geld. Aber Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, Lebenschancen für unsere Kinder, Bildungschancen, sollten es uns auch wert sein, dass wir das Geld dafür auch zur Verfügung stellen. Und damit komme ich auch zu dem zweiten großen Vorhaben, der Betreuungsanspruch für Ganztagesbetreuung. Das war ja auch ein Vorhaben der CDU-CSU bei den Verhandlungen. Sie haben damals groß getönt, rausgekommen ist jetzt 1 Milliarde, Hälfte, Hälfte in 2 Etats. Nur, in der Tat, Sie wissen eigentlich gar nicht, wie Sie das Geld unters Volk bringen können. Ich höre aus vielen Bereichen, dass noch nicht mal die Leute, die es umsetzen sollen, wissen, wie das Geld in Anspruch genommen werden soll. Aber eins ist gewiss: Alles, was Sie machen, ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn Sie wirklich in diesem Land etwas verändern wollen. Sie machen hier Symbolpolitik, und Sie lassen vor allem die Bund-Länder-Verhandlungen zu einer Pokerrunde verkommen, weil keiner, wirklich keiner sagen kann, auch nicht aus den Bundesländern, was eigentlich am Ende dabei rauskommen soll. Und noch schlimmer: Sie erwecken Erwartungen. Sie tun so, als ob das morgen schon die Realität wäre. Und darauf wollen sich die Eltern verlassen. Und es gibt nichts Schlimmeres in diesem Land, als den Menschen etwas zu versprechen und dann all diese Erwartungen zu enttäuschen. Den Preis, den zahlen wir auch als Preis der Demokratie. Hören Sie auf damit, Sachen zu versprechen, die Sie ohnehin nicht einhalten können. Vor allem aber, Frau Ministerin, machen Sie nicht die Fehler, die Sie beim Gute-Kita-Gesetz gemacht haben. Ich will jetzt gar nicht zu diesem Titel sagen, das haben ja die Kollegen. Ich will zu was anderem sagen. Sie haben Qualitätsausbau versprochen, und rauskommen tut jetzt die Beitragsfreiheit. Was passiert eigentlich, wenn die Mittel zu Ende gehen? Geht es dann weiter mit Qualität? Wollen Sie die Mittel überhaupt fortführen? Und wenn ja, wo haben Sie es eingestellt? Weil in der Finanzplanung nicht. Auch hier haben Sie Erwartungen erweckt, und nicht mal ein Bruchteil davon wird am Ende erfüllt werden. Und das wird zu einer Enttäuschung auch in diesem Land führen. Ich höre übrigens, Sie haben hier von Frauenhäusern geredet. Ja, Sie haben das medial groß angekündigt. Aber das, was Sie machen, das garantiert keine Plätze. Das gibt keine Sicherheit von Verlässlichkeit, von Bedarfsgerechtigkeit. Können wir noch lange nicht reden. Und wenn Sie die Zeitung lesen, dann sehen Sie, wie die Betreiber, wie die von Frauenhäusern geradezu danach rufen, dass hier mehr Verlässlichkeit reinkommen muss. Sie machen hier Symbolpolitik und gute Öffentlichkeit. Aber mehr ist weder in Ihrem Etat drin, noch in dem, was Sie uns hier vorlegen. Oder Engagementpolitik.
Selbst die Kanzlerin hat es jetzt in ihre Rede eingebaut. Und dann dachte ich mir, ich höre nicht so recht, weil offensichtlich war sie nicht wirklich informiert darüber, was im Etat drin ist. Bei den Freiwilligendiensten haben sie Geld draufgelegt, um das Geld jetzt schon wieder einzusparen. Wie soll da irgendjemand verlässlich irgendetwas planen können? Wenn es ein Vauban-Spiel ist, das Geld überhaupt in Anspruch zu nehmen oder gar sich darauf zu verlassen, dass die Ministerin sich daran hält, was sie so groß nach draußen prophezeit. Denn das tun sie nicht. Oder die Engagementstiftung. Ich habe sogar das Gefühl, wir waren vor einem Jahr weiter in der Engagementstiftung als das, was uns jetzt vorliegt. Es liegt uns nämlich gar nichts vor. Noch nicht mal im Etat, noch nicht mal eine Idee, noch nicht mal eine Vorlage, geschweige denn von einem Gesetz. Und ich will gar nicht davon reden, dass Sie uns mal ein Demokratiegesetz hier versprochen haben. Auch das ist irgendwie seltsamerweise verschwunden in den Kanälen der Kommunikation. Offensichtlich wird da auch nichts mehr dazu kommen. Also versprechen Sie nicht, was Sie nicht halten können. Und so könnte ich das fortsetzen. Sie wollen Fachkräfteoffensive, aber das Geld dafür ist nur zu einem Bruchteil drin. Sie wollen die guten Kita-Mittel verstetigen, in der Finanzplanung aber findet das gar nicht statt. Sie wollen die Sprachkitas fortsetzen. Sie haben von einer dreistelligen Millionenhöhe geredet. In der Finanzplanung ist noch nicht mal ein Euro dafür eingestellt. Frau Ministerin, Ihnen ist eine gute Presse wichtiger als eine verlässliche Planung. Und so funktioniert Haushaltspolitik nicht. Und so funktioniert auch Familienpolitik nicht. Die Menschen in diesem Land haben einen Anspruch, dass sie sich auf sie verlassen können. Und das können sie derzeit nicht. Vielen Dank, Frau Kollegin Jellegösch. Als nächste Rednerin spricht zu uns die Kollegin Svenja Stadler, SPD-Fraktion.